Hallihallo zurück hier mit den ESEA Playoffs der Season 13. Faculty hat es tatsächlich geschafft, eine Runde weiterzuziehen. Entschuldigung. Und ja, stehen jetzt hier ESC gegenüber im Lower Bracket der Runde 2. ESC startet als Terror. Die Vetos gebe ich euch gleich noch durch. Und ich hoffe, der Struck, sie ist gleich wieder da. Ansonsten die ersten paar Minuten vielleicht ohne ihn, keine Ahnung, wo er gerade steckt, aber er wird schon kommen. Wollte sich das Spiel auf jeden Fall auch geben. So, geht schon los? Jo, geht los. Sehr schön. Bist du drauf? Warte, sofort. IP hatte ich dir, glaube ich, geschickt. Boah. Ja. Tess rastet instant lang aus. Sieht nicht gut aus, Faculty. Oh gut, das 2 haben wir gar nicht gesehen eben. Wie sind die Maps, so wie ich gesagt habe? 3 normale? Nee, wir sehen Mill. Als zweite sogar. Okay. Sehr cool. Kann gleich die Vetos nochmal durchgeben, aber die Runde da abwarten. Asmo wird er nichts machen können. Boah. Sagt er. Macht die SC, da ist eher die Frage. Boah, ist krass, ja. Gut, Pascha wäre jetzt noch hingegangen. War die Bombe geplantet? Nee. Sehr komisch. So, also die Vetos. Faculty hat sich wieder dazu entschieden, 3 rauszuwählen. Und zwar haben gewotet Train, Nuke und Inferno. Also eigentlich immer abwechselnd, aber trotzdem. Und ESC hat gewotet Cash und D1. Also gewetot. Und ich glaube, ESC hat dann das 2 gepickt, dort Terror gewählt. Faculty hat Mill gewählt, dort CT-Seite gewählt. Und dann ESC hat wieder die letzte und dort, glaube ich, auch CT. Aber interessant, ne, dass sie jetzt Inferno rauswählen. Vielleicht stand ESC jetzt dahinter und sie hat ein bisschen Angst. Ja, keine Ahnung. Wenn du überlegst, wir sehen Cash nicht, wir sehen Mirage nicht, oder? Oder war jetzt Mirage dritte? Mirage war dritte, glaube ich. Ja, war dritte. Ja, echt. Ja, okay, gut. Aber, ja, schon krass, dass Faculty dann Inferno rauswurde, obwohl es gut lief. Vielleicht einfach die Angst, dass man hinter ihnen stand oder so. Mhm. Ja, oder sie haben von vornherein schon gesagt, was sie für Maps spielen. Oder sich so das Recht. Ja, oder sich speziell vielleicht auf ESC vorbereitet, ja. Genau. Wir haben das mal ganz tricky mit NiP auf dem ESWC gemacht. Wir haben ja, ich glaube, in jedem Match Inferno rausgebotet mit Maus. Ja. Haben uns aber dann hinter NiP gestellt, als sie Inferno gespielt haben, mit 5 Leuten das ganze Match. Und die haben dann einfach Inferno rausgewählt. Direkt als erstes. Das ist halt tricky. Okay. Kann halt sein, dass ESC das auch so gemacht hat. Ja. Ja klar, das ist Psycho-Games. Also ich bin sehr gespannt auf Mill, was Faculty da zeigt. Aber Faculty hat auch sehr gut gewotet, weil Nuke oder Train würde ich auch nicht gegen ESC spielen. Und da sind sie einfach zu gut. Wo sind sie jetzt? Genug? Auf Train und Nuke sind sie zu gut, ESC. So. Ich denke schon, dass das die besten Maps von ihnen sind. Das kann durchaus sein, ja. Das 2 habe ich sie fast noch nie spielen sehen irgendwie. Das kommt jetzt vielleicht auch nur dadurch, dass eben so viele Maps im Map-Pool sind, ne? Hab ich heute gegen Very Games gesehen. Und ich fand sie ja überhaupt heute nicht gut gegen Very Games. Ja, aber ich meine, im Generellen, so in anderen Turnieren spielen sie eigentlich kaum das 2. Und das lässt ja darauf schließen, dass sie vielleicht eben ihr Cash und das 1 rauswählen. Oder was sie da auch immer rausgewählt haben. Jedenfalls durch den großen Map-Pool werden sie eben gezwungen, eine schlechtere Map von sich zu spielen. Ja. Was natürlich besser für Faculty macht. Ja. So, und der Eco brennt nichts an, Faculty B spekuliert. Pascha auch jetzt schon mit Aave. Mal sehen, ob wir direkt Doppel-Aave sehen. Hat eigentlich Quantic das andere Match gewonnen? Da geht's auf die dritte Map gerade. Das ist ein ziemlich krasses Match sein. Ja, die erste Map war 3 Overtimes, die zweite 2. Richtig. Also ich habe eben noch ein bisschen geguckt. Auf jeden Fall sick. 2 Teams auf Augenhöhe. Der Gewinner hier spielt wahrscheinlich gegen den Gewinner aus dem. Richtig. Oder? Ja. Genau. Ja. Aber nicht direkt danach, sondern das Spiel danach ist erstmal NiP gegen Very Games. Upper Bracket. Und dann um 3 Uhr das Low Bracket Finale. Der Verrückte, ich muss schlafen gehen nach dem Spiel hier. Ja, kannst du.
So, erster Equip. Mann, Osmo kann den First Track setzen in der Mitte. Gegen Neo. Habe ich auch nicht verstanden, wo er den jetzt gekillt hat. War der oben Todesgang oder was? Also eben war noch Pascha oben. Guck mal gerade. Ich sehe ihn auch nicht, so auf die Schnelle. Ja, ich weiß nicht, ob er über den Kill gemacht hat. Entweder hat er ihn gegen Loa Katas gemacht oder oben an der Palme irgendwo. Stimmt, Loa Katas könnte sein. Keine Ahnung, ich finde auch keine Leiche, weiß ich jetzt nicht genau. So, ich Asmo sieht ganz gut durch die Smoke. Ja, können den einen vielleicht noch kriegen? Aber die sind aber schon. Ja. Yeah. Gute Nate gegen Tess. Der hat halt leider wieder eine Pistole verloren. Und gehen jetzt nochmal über lang. Sehr gute Entscheidung eigentlich. Schauen, ob die ja, Fackel steht da sehr schlecht auf dem A-Spot. Wie gesagt, ich habe das ja schon angesprochen, wie Fackel die das 2 spielt. Da gab es eben gar keinen Support bei lang. Oh, aber Dizzy. Boah, schade. Boah. Das meine ich eben, sie lassen sich immer in die Zange nehmen auf das 2 und das ist einfach so fail. So, aber eine super Entscheidung von ESC jetzt nochmal zu dritt lang zu gehen. Hatten auch noch die Zeit dazu. Aber Runde ist vielleicht noch nicht ganz gegessen, Tess ist low. Okay, sie haben kein Kit. Ja, okay, aber da liegen ja genug. Ja, sollte zumindest. Bombe ist, glaube ich, sogar zu lang gelegt. Ja, aber sie gehen jetzt safe. Ja, die Smoke lang hat sie ihm da, glaube ich, gerade die Entscheidung ein bisschen abgenommen. Das ist halt, du Fackelt, die hat eigentlich wieder einen Vorteil, sogar zwei First Frags. Und dann ist einfach das Problem, die decken nie was zusammen halt irgendwie. Und dann stehen sie wieder auf den Spot, werden von zwei Seiten angegriffen und dann ist halt vorbei. Ich habe auch gerade nochmal mit Simon geschrieben, der hat sich nochmal erkundigt nach ESC-Strats. Okay. Aber ich habe nicht großartig viel von dem Match gestern gesehen, sonst hätte ich ihm noch was sagen können. Weiß ich, haben vielleicht irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie die kriegen oder so. Oder es war nicht absehbar. Hätten sie vielleicht noch Demos geguckt oder so. Ja, so jetzt kurzfristig. Oh, Asmo. Ja, ich bin leider verschossen. Ist sie direkt mit B-Kontakt? Oh, da ist Simon mit AK. Oh, nein, der macht's. Boah, der springt ihm rein. Er holt noch einen, sag ich. Ah, oh, schade. Lass mal jetzt am Tor. Oh, hat Pascha den denn schon gekillt? Einer ist schon Katas da. Da ist auch noch einer T-Base. Oh, Pascha. Okay. Ja, okay. Oh, hat Fackel die eigentlich. Wo hat Mantis denn jetzt die Waffe gekriegt? Haben die gekauft? Ja, klar. Also, sie hatten ja auch gesaved. Also, zwei Waffen. Ja, ja, sie hatten zwei Waffen gesaved. Genau. Aber ich habe jetzt gar nicht auf das Geld geachtet. Ja, nur auf jeden Fall volle Cup. Auf, die haben aber trotzdem immer noch monster viel Geld. Trotzdem, dass sie gekauft hatten. Hm, nicht schlecht, die kaufen wieder. Die müssen aber ziemliches Low-Equip gekauft haben, wenn sie jetzt wieder kaufen können, wa? Ja, guck mal, sie haben auch nur kleine Weste, wenn du mal drauf achtest. Ja, ja, okay, aber ja, okay, oder keine Weste, aber sie hatten trotzdem überdurchschnittlich viel Geld für die sechste Runde. Also heißt, keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, aber sie können auf jeden Fall in der Runde davor nicht so viel gekauft haben. Jetzt doppeln sie immerhin mal lang. Mal schauen, ob sie diesmal den Go aufhalten können. Wenigstens haben sie jetzt einen Supporter mit. Oh, und Mantis stirbt da am Spot gegen Pascha. Lang wurde kurz gecheckt. Und Kirby kommt nach Schräge. Dizzy kann lang ausschließen. Ah, oh, ist eine B-Split-Smoke. Jetzt gehen sie kurz durch. Kirby ist super blind. Wenn er jetzt nicht zwei macht, ist ein. Ach, schwierig halt gegen drei Leute. Boah, da hitten sie sich gegenseitig noch. Die Smoke ist weg kurz. Boah, der Tee verschießt. Kleiner Fehler vielleicht bei Lord. Dizzy hat die Bombe down. Sehr schön, das war ein komisch gespielt jetzt von Lord. Aber schön von Asmo. Zieht nach Smoke.
Oh, die liegt sehr schlecht. Oh, Pasha hit. Ah, Pasha hat trotzdem einen Frag. Oh, Simon. Oh, der unten ist ganz low. 101. Oh, schön. 10 Schuss nur noch. Oh, komm, mach hin. Das ist knapp. Boah, er gibt dem Headshot. Boah, stark, Alter. Er schön, gibt ihm 2 Headshots. Schön geaimt. Simon heute der 101-Killer. Ja. Und auf Mirage schon ein paar geholt. Oder jetzt war er sogar 1-2. Ja. Ah, die Runde geht auf Lord. Warum er da mit der Bombe vorgeht? Auf dem A. Unverständlich. Jetzt müssen sie auch Runden in Folge holen, sonst sind sie direkt wieder im Sparen drin. Easy, keine Weste, Asmo, keine Weste. Ja. Bin ich wieder sehr low equipped. Verzögerte lange Einnahme. Haben jetzt eine Arbe auf A diesmal. Asmo hat keine am B. Ich glaube, es ist der gleiche Aufbau. Boah, Asmo muss aufpassen. Beziehungsweise Pasha muss jetzt aufpassen, weil Asmo die bessere Pose hat. Asmo geht nur auf Flash dodgen. Aber du kannst mal auf Mantis hier hinten, ja, macht ein bisschen Trickmove. Schlitz. Ziehen jetzt wieder ein A-Split auf. Jo. Gehen die wieder zu dritt lang. Haben auch eine coole Strat mit ein paar Smokes, wie man da sieht. Kirby steht Anti-Smash. So, Mantis schon den Contact. Oh, da gibt's eine Flash zu lang. Aber Mantis sieht da noch viel. Oh, Dizzy pratzt da zu sehr. Ist aber auch eine scheiß Posi, Alter, von Dizzy. Also, keine Ahnung, an der Posi ist er halt instant tot. Er kann halt keine Zeit rausholen. Er hat einen Support. Jetzt hat er halt einen Supporter da, aber ist halt Free Frag. Ja. Meine ich halt, das ist halt. Fackel, die spielt so ein schlechtes das 2 einfach. Zumindest wenn sie außerhalb stehen. Vielleicht sollten sie einfach mehr Steg blocken. Oh, wie man hört ihn. Oh, alle Waffen verloren. Dann jetzt wahrscheinlich Doppelspar. Geht nicht gut los, leider. Keine Ahnung, sie sollten Full Echo machen, nur eine Spar. Weil bei einem Stand von 6-1 eine Doppelspar. Ja, okay. Was würdest du ihnen empfehlen gleich? Also wahrscheinlich nicht nochmal Standard, oder? Ja, keine Ahnung, also das ganze A-Spiel funktioniert ja nicht, wa? Ja. Das ist... Da gibt's ja eigentlich nichts zu empfehlen, das ist halt einfach... Das passt da einfach auch nicht. Schöne Waffe ergattert. Also ich würde auch nicht empfehlen, was Aggressives oder so zu spielen, wenn man das an sich auf das 2 dem Gegner nur aufziehen kann, wenn man eben Druck auf den Gegner ausübt. Einfach, wenn das Defensive nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und das Problem ist ja, also es gibt ja Teams, die es wirklich gut spielen, gegen die man wenig machen kann als CT, aber... Also, keine Ahnung. Das, was ESC da lang macht, da sollte man schon in der Lage sein, das zu blocken. Ja. Also meine Meinung ist, wenn die jetzt jede Runde im B-Switch spielen, das wäre schon nicht so einfach. Simon holt sich jetzt vielleicht noch die Ave. Oh. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht, ob sie jetzt überhaupt kaufen. Ich denke schon, dass sie es machen werden. Nö. Nee. Noch eine? Ja, aber dann ist es wieder Schwachsinn. Weil dann hätten sie jetzt die Eco davor einfach Equipment und Pistols kaufen müssen. Simon kauft sich halt jetzt eine Pumpgun anstatt in der Runde davor. Es macht halt keinen Sinn, das Geld bleibt ja im Endeffekt dasselbe, nur dass wenn du eine Runde vorher das Equipment in der Eco kaufst, dass du eben 2 Runden gewinnen kannst. Halt eben Fail auch, also keine Ahnung, Facultys Kaufverhalten gefällt mir halt überhaupt nicht so. Auch eben auf Mirage, das wo sie 4 Waffen hätten haben können, dann nicht machen. Ja genau, diese eine CD-Runde dann.
halt fail. Es sieht halt einfach so aus, als wissen sie nicht, wie viel Geld man bekommt, weil man sieht ja in der ersten Runde, ob man eine Doppelspar machen möchte oder muss oder nicht. Und bei denen sieht es so aus, als entscheiden die das erst, wenn sie halt in der zweiten Runde das Geld sehen. Ja, aber ganz ehrlich, sie hatten jetzt 3-4, 3-2 teilweise, 3-3 so um den Dreh. Da kannst du halt auch noch Farmers kaufen. Oder halt im 4 ohne alles. Ja, ich meine, darauf sind sie ja auch ausgegangen, sonst hätten sie ja keine Full Eco vorher gemacht. Da hat ja, glaube ich, nur einer eine Pistole geholt. Ja, aber wir wissen, mit so wenig Equipment die Runde gewinnen, meine ich eher. Ja, okay. Boah, 1 und 4. Ja, ist natürlich schwierig, aber du musst sehen, es steht 8-1 für den Gegner. Und du kannst ihm nicht mehr so viele Runden schenken. Und die Sache ist, ich habe ja gesagt, es gibt ja zwei Entscheidungen. Entweder du entscheidest dich für die Farmers-Runde oder für eine Doppel-Eco. Aber wenn du dich für die Doppel-Eco entscheidest, musst du in der ersten Eco Pistols und Flashes und so weiter kaufen. Hm. Weil in der zweiten macht es ja gar keinen Sinn. Ja, okay. Weil du hast ja theoretisch die Chance auf eine Runde mehr halt. So, für das gleiche Geld. Doppel-AWP bei FXD, uns geht auf. Zumindest vorher. Das machen sie oft, wenn es nicht klappt. Ist ja auch mal eben aufgefallen. Ach, guck mal, jetzt blocken sie auch Steg. Blocken kurz. Kirby steht Anti-Flash, die sieht da drüber. Kann sich mal was anderes einfallen lassen. Ein B-Split wäre jetzt tödlich. Für SC, ja. Ja, ja, klar für SC, weil Fackelt ja zwei kurz, die können schnell schieben. Boah, ja, SC wird Steg einnehmen. Mantel, schön umgezogen. Nice, läuft gut. So, jetzt der Vega, Simon. In seinem Eck dort. Boah, macht einen nur low. Aber Asmo steht. Im zweiten. Boah, hat den noch nicht gesehen da auf der Kiste. Schön, lol. An Ass, Mantis macht den am Schlitz. Krass. Schöne Runde. Auch mit vielen Mann überlebt. Aber jetzt weiß ihr jetzt hier natürlich auch, dass Fackel die zwei AWPs hat. Genau. Also nicht, dass sie jetzt B-Rushen oder so, das würde halt den K.O. bedeuten. Da gucken schon drei oder vier Leute Richtung B, wa? Oh, sie haben die Bombe. Aber die Bombe nicht. Machen sie nicht. Ja, bauen Cutter so einen Naub. Und jetzt fackelt die wieder außen, außerhalb. Mantis legt lang an. Oh, ein Pasch erzielt. Aber er kriegt einen Fußhit, immerhin. In der Refrag. Aber die Runde ist wieder das, was gesagt hast. Sie decken jetzt nichts zusammen. Dizzy ist allein lang, Kirby allein Headshot-Rampe. Ja, okay, das ist ja noch einigermaßen akzeptabel, weil sie jetzt einen Gegenfrag haben. Ja, gut. Ich meine, gut, jetzt hast du keinen Supporter und Kirby muss Dizzy flashen, aber wo Dizzy steht, ist halt auch wieder so kacke einfach. Steht der Gruber? Naja, jetzt wartet er auf die Fläche halt. Laufen. Also, er hat halt auf die Fläche eben gewartet. Die kommt eigentlich auch an. Ja, okay, HP. Aber er stand da ja eine halbe Stunde am Blauen. Ja, also, gerade war es vielleicht okay, aber er stand da halt wirklich die ganze Runde so offen. Und es sieht aber noch ganz okay aus. Problem ist halt Asmo und eine Awe im Spawn. Oh, Simon, er hat ihn nicht gesehen. Doch, er hat ihn gesehen. Wie lang. Er geht auf Frag. Er macht Low. Nein, er hat ihn rechts nicht gesehen. Also sind jetzt auf A drauf. Aber Simon hat kurz. Sie haben alles. Lang, kurz und schöner Frick. Die Runde kann Faculty nicht verlieren. Aber dass Lord jetzt von hinten kommt, das hätte. Oh, Spot. Schöner Headshot von Simon noch. Aber. Keine Ahnung. Eigentlich hätte Kirby das wissen müssen. Oh, 101. Oh, er ist runtergesprungen. Hat er das gesehen? Ja, hat's gesehen. Nein. Oh Gott. Hätte vielleicht einfach durchziehen sollen. Ja, hatte ich mir auch kurzzeitig gedacht, dass er das auch macht, aber dann hat er abgebrochen. War aber ein cooler Move von Lord. Hm. Lord hat auf jeden Fall bessere Chance gehabt, die Runde zu holen. Nur wenn Asmo halt durchzieht. Oder wer der Letzte da war. Es war Kirby, glaube ich. Aber Kirby auch, keine Ahnung. Er face halt gegen einen langen, der dann rausläuft. Genau. Und irgendwie geht das unter oder so und der kommt halt bei Simon von hinten. Das blocken sie wieder kurz. Finde ich ganz gut, dass sie es jetzt nochmal machen. Legen da diesmal auch direkt an.
erstmal nach unten. Aber ohne Kevlar, er wird jetzt down gehen. Mit Kevlar hätte er vielleicht zwei Frags machen können, schade. Hat Ruben wirklich auch geschossen. Boah, schöner Headshot. Schön. Kirby hat noch einen Headshot gemacht, oder? Boah, er geht auf Frick. Nee. Oh, nicht zu gierig. Nice! Boah, krasser Spray. Ich glaube, den dahinter hat er einfach gelackt, während er den anderen geschossen hat. Boah, ein Kuchen dreht sich weg. Schönes Timelack. Auf geht's. Siehst du, also... Kurzblock, Runde Win. Lang außerhalb spielen, Runde Loss. Ja, und die Frage ist halt, bis ESC rausfindet, dass sie nicht lang sind, ne? Hm. Dann ist die Runde halt auch los. Aber wahrscheinlich variieren sie es jetzt wieder, mal gucken. Gehen sie wieder lang. Oder? Ne, die gehen wieder Stegblock. Ja, mal gucken, ob ESC darauf reagiert. Stehen halt jetzt schon drei vor lang, ne? Kann halt diesmal sein, dass sie das ist immer deren Aufbau. Vor allem. Zwei, drei Cutters. Ja. Vor allem lang hat ja auch bei ESC. Geklappt, obwohl Fake-Hilfe die da waren, ne? Hm. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie da wieder hingehen. Aber sie gehen wieder gegen Steg. Fake-Hilfe die nimmt jetzt lang ein, so langsam. Und die sie gleich eine Flash von hinten, oder? Ziehen zusammen rum. Boah. Schönes Teil. Schön. Ja, Pascha hat, glaube ich, gerade in die Grube geguckt. Aber jetzt, dass man dann. Ich meine, Pascha kann alles in der Devcam ansagen. Der erste muss halt direkt zurückrennen, der andere kann auch Dev-Grube machen. Weil wenn jetzt ein B-Split kommt, hast du zwei auf Erlangen. Die können halt niemals mehr schieben. Guck mal, sie spielen den auch. Aber sie stehen noch zu zweit am B, Kirby. Unten. Wer ist da noch B? Simon und Mantis drauf. Mit Simon haben sie nicht gerechnet, aber setzt kein Fick. Oh, guck mal, wie low sie alle sind. Alter, ach, und Lord schade. Rastet aus. Ey, wie Close ist noch einer da. Oh, die sieht durch die Smoke. Die Runde ist fast sogar noch drin. Er hat noch einen Molly. Wenn Kuben jetzt dumm down geht, ist die Runde auf jeden Fall noch drin. Boah. Oh mein Gott, was hat Kuben gemacht? Er hat geschossen, okay. Oder? Sie wissen es. Ja, ja, oh, er ist aber dann Cutters gegangen. Ja. War okay, ja. Bitte. Ein tricky Move gemacht. Hey, eigentlich standen sie gut. Mit Simon haben sie nicht gerechnet, der macht leider keinen. Mantis macht keinen mehr MB. Aber war auch perfekt gespielt von ESC. Ich meine, Pascha geht lang down. Ja. Er geht zwar lang down, aber er gewinnt trotzdem die Runde, indem er einfach sagt, in seiner Deathcam, die gehen lang vor, Richtung Door, die bleiben lang. Er kann einfach sagen, dass zwei Spieler da sind. Hm. Also er geht down, aber seine Information ist einfach Gold wert für die Runde. Richtig. So, noch eine Eco bei Faculty. Dann eigentlich noch die Chance hier auf eine vierte Runde. Waffen sogar und die Bombe ist noch mit oben. Eine Waffe haben sie nur, oder? Ja, eine Waffe nur. Doch, down. Kriegt manches auch nicht durch, also die wird er nicht durch in die nächste Runde kriegen. So, auf geht's, vier Runden noch. Oder die vierte Runde wenigstens noch. Ja, die vierte Runde wäre schon wichtig. Ich meine, es ist ja immer noch offen halt. Im Laden auf jeden Fall sehr T-lastig. Sind halt auch vier Equipped Drones, das ist jetzt nicht. Das schlechteste Ergebnis. Ja. Mit T-Pistol auf jeden Fall noch was drin. Und wieder dieser Aufbau zu dritt Cutters. Pascha mit seinem Topspawn lang direkt angelegt und kann jetzt schon quasi ausschließen. Können sie wieder. Wissen quasi wieder, dass sie kurz offensiv sind. Fickle die nochmal mit ihrem kleinen Move, dass Kirby der Anti-Flash steht. Nächstes Refake. Oh, er hat noch einen Headshot gemacht. Ja, er hat vielleicht zu viel gewollt in der Mitte. Wollen Sie mal jetzt den anderen noch irgendwie. Naja, ach, kommt durch. Oh, und lang die Arme. Schön, eigentlich Schuss rausgelockt. Boah! Nice. Wunderbar. Macht er wieder das 1-on-2? Er ist natürlich Devcam gespeckt. Du weißt 100 Pro, von wo er kommt. Boah, sehr gut Flash. Schade, man. 12-3. Aber ja. Mit Pistol. Da ist noch Hoffnung. Fagin spielt doch auf jeden Fall ein wesentlich besseres Terror als CT auf der Map. Also ich sag, das 2 ist wirklich so schlecht wegen dem CT bei denen.
Na, stimmt schon, so richtig funktioniert hat's nicht. Vor allem auf dem A funktioniert es nicht. B will ich keinen Vorwurf machen. Vor allem im LAN gegen den B-Spiel ist es echt wahnsinnig schwer einfach zu halten auf der Map. Ja, vor allem, wenn du nur zu zweit dagegen stehst. Jetzt wollen wir mal gucken. Also bei Faculty auf jeden Fall, ich kenne eine Pistole. Den schnellen B-Split spielen, da gehen sie glaube ich zu viert über Katas. Dann splitten sie direkt am Anfang der Runde B. Aber haben sie online öfter gemacht, also vielleicht auch unwahrscheinlich, dass sie es jetzt spielen, weil SC es gesehen haben könnte. Demos. Faculty, diesmal 4 Mann mit Weste. Nur Asmo mit Smoke. Ne, Mantis auch. Bau noch den A auf. Oh, Tesca sieht richtig schon dicke Hits. Kuben auch einen bekommen. Watcher. Boah. Neo einfach kurz rumgezogen. Und Support von Lord. Aber trotzdem, Tess ist noch Asmo low. hat jetzt natürlich lange eingenommen, weil angesagt war, dass kurz war. Ja, gut gemacht. Naja, den kann jetzt schon heben. Schwierige Runde für Faculty. Wirklich Sie haben schwierig. auch keine Smoke mehr. Also sie machen jetzt das einzig Richtige, was sie auch machen können. Aber sie haben natürlich Ah, quasi halt drei diese Gegner. Unterzahlsituation. Oh, er hat Molotow, Simon. Jetzt schau es dir an. Oh, jetzt müssen sie aber auch durchgehen. Wo Das war liegt aber der? schlecht, Ah, oder? Bußeck, ja. Da Oh. macht er überhaupt keinen Damage. Das hätte er auch im Spot werfen müssen. Sollte vielleicht auch. Und Ja, Kirby über wahrscheinlich kurz. wollte das. Oh, sie haben ihn. Alter, er kriegt ihn nicht kaputt. Boah, Pascha. Krass. Oh, wie viel HP er auch noch hat. Ah, schade, Mann. Hätte Simon echt einen guten Molly raushauen können, aber hat ihn Ja. scheinbar verworfen, wenn er im Goose lag. Ja, so ist es wahrscheinlich schon abgegeben hier, die erste Map. Ja, ich hoffe mal, dass sie das wegstecken können. Einfach mit der Erkenntnis, dass sie sowieso Kacke auf der Map sind. Ja, das wissen die ja auch. Also, ich rede ja öfter mit Simon. Ist ja jetzt nicht so, dass ich die jetzt so grundlos flame. Die wissen das ja auch selber und sagen das ja auch selber, Ja, aber dass verstehe ich das nicht, nicht warum ihre sie die beste Map Map ist. dann verstehe ich nicht, warum sie sie unbedingt spielen wollen. Naja, weil es dann schlechte von ESC ist, ne? Und Naja. vielleicht denken sie, warum sie jetzt Inferno nicht gespielt hat, wir wissen es halt nicht. Wir können es nur mutmaßen. So. Müsste man fragen halt dann. Aber wenn sie jetzt irgendwie verlieren, glaube ich nicht, dass Simon nochmal Steam on kommt. Weil der wird ja dann noch abbauen halt. Ja. Ansonsten könnte ich halt fragen, warum sie denn Inferno rausgevotet haben. So, Faculty kauft auch. Einzige Chance, hier noch im Spiel zu bleiben. Und SC. Neo hat noch eine MP. Okay, der Rest ist gut equipped. Lord gegen Mantis. Oder? Ne, scheiße, wer war das? Smoke. Oh, Nasmo schleicht einfach über die Smoke raus. Ohne Flash von hinten. Und diese kann den Refrag auch nicht setzen. Ach. Sehr komische Runde. Oh, schön geschoben von Pascha. Und Neo instant drauf. Simon guckt auch nicht mal nach rechts. 15-3. Das wird wohl die letzte Runde jetzt sein. Faculty mit wenig Geld. Müssen natürlich kaufen, was geht. Aber ihre Köpfe sind sicherlich schon auf der zweiten Map, die Emil. Ja, hoffen wir, dass sie sich nicht irgendwie stressen oder das jetzt zu krass demotiviert. Muss man halt jetzt einfach abhaken. Jetzt hat er auch gar keinen Plan, was ESC irgendwie für Ergebnisse auf Mill hatte online. Ich Da wollte gerade fackelt ihr mal auch nicht nachgucken. sicher. Ja. Wäre mal ganz interessant. Ja. Knappe Runde nochmal.
Nicht knapp genug, Simon gegen 3. Nächste Clutch Round vielleicht. Ach. Boah. Wohl. Da. Hat wenig Equipment, keine. Wäre sogar frei, ne? Zwei Flashes noch. Oh, komm schon. Ja, schade. Sitzt der Headshot nicht. GG, der erste Map geht an die Polen, an ESC Gaming. 14 zu 3. Zweite Map wird Mill sein. Wir schauen mal eben.